Es war einmal ein König, der hatte 12 Töchter. Die Ältesten waren schon fast erwachsen, die Jüngsten noch Kinder. Aber alle 12 Prinzessinnen waren wunderschön. Und sie tanzten für ihr Leben gern. Natürlich hatte man auch schon in anderen Ländern von diesen 12 tanzenden Prinzessinnen gehört. Und so kam es, dass ein Gesandter aus dem fernen Bolivia anreiste und vor König Rudolfs Thron trat. Bekannt für seinen Reichtum an Birnenbrot und Bauern vorzustellen. Ich komme im Auftrag meines kampferprobten Königs und meiner wundervoll hinreißenden Königin. Sie geben sich die Ehre, die Prinzessinnen des verehrten Königs Rudolf zu einem königlichen Ball zu bitten. Wir haben natürlich Prinzessinnen von nah und fern eingeladen. Das wird ein ganz außergewöhnlicher Ball. Guck mal, was ich gefunden habe. Prinzessin Janessa stürmte in den Thronsaal. Und ihre Drillingsschwestern Kathleen und Lacey folgten. Ja, du wirst es sonst nicht glauben. Janessa, Kathleen, wartet auf mich. Die drei waren die jüngsten Töchter des Königs und wollten ihrem Vater unbedingt ein großes Insekt zeigen, das Janessa vorsichtig in ihren Händchen hielt. Nun, wie ich euch gerade sagte... Vögelkäfer! Janessa liebte Insekten und Krabbeltiere. Den Gesandten beachtete sie nicht. Er macht ganz komische Geräusche, wenn er... Hörst du? Oh, wie nett. Euer Majestät, wie ich euch bereits sagte. Der Käfer schwirrte um den Mann aus Bolivia herum. Schnell versuchten die Drillinge, das Tier in Sicherheit zu bringen. Hinterher, wir müssen ihn fangen, bevor er in die Speisekammer fliegt. Verwundert schaute der Botschafter ihnen nach. Ich kann nicht so schnell warten. Und er wunderte sich noch mehr, als Prinzessin Delia und Prinzessin Edeline erschienen. Vorsicht, wir müssen hier durch. Es wird nur eine Sekunde dauern, Papa. Sie spielten im Thronsaal Krocket. Euer Hoheit, offensichtlich ist es momentan nicht der geeignete. Delias Kugel traf die Krone ihres Vaters. Delia! Entschuldige, der Abschlag war zu hart. Hoheit, sind das eure Töchter? Ja, 2 davon. Die nächsten beiden ließen nicht lange auf sich warten. Sehr übermütig, würde ich sagen. Papa, sind wir nicht unverhängt? Auf Stelzen starksten die Zwillinge Isla und Hedley herein. Sind wir nicht toll? Der Gesandte war empört. Eure Töchter kann man wohl kaum als echte Prinzessinnen bezeichnen. In Bolivia waren solche Prinzessinnen nicht erwünscht. Der Gesandte zog erst seine Einladung. Vielleicht zu einem anderen Ball. Und dann sich selbst zurück. Euer Hoheit? Prinzessinnen, ihr wildgewordene Affen. Nachdenklich schaute ihm König Rudolf nach. Seine Töchter verhielten sich wirklich nicht wie richtige Prinzessinnen. Vielleicht lag das daran, dass ihre Mutter so früh verstorben war. König Rudolf vermisste seine Frau Isabella sehr. Ach, wenn du doch noch hier wärst. Ich bin schon da, Papa. Ich auch, Papa. Am nächsten Morgen versammelte sich die königliche Familie um den großen Frühstückstisch. König Rudolf und 11 Prinzessinnen waren schon da. Schön, dass ihr da seid. So ist es gut. Ein Platz war noch leer. Wo ist denn nur wieder Geneviève? Endlich erschien auch Prinzessin Geneviève. Eine wunderschöne junge Frau mit langem goldblondem Haar. Tut mir leid, Papa. Entschuldige. Meine 12 Prinzessinnen. Die 12 Töchter stürzten sich auf die Brötchen, die Haferflocken und das Obst. König Rudolf betrachtete das durcheinander. Ihm wurde klar, dass er bei der Erziehung der Prinzessinnen wirklich zu nachsichtig gewesen war. Kinder, hört mal zu. Seid endlich mal still. Papa will was sagen. Ich bin darauf hingewiesen worden, dass ihr euch ein wenig mehr wie, nun ja, wie richtige Prinzessinnen benehmen solltet. Und wie tut man das, Papa? Also, ich würde sagen, zum Beispiel, vielleicht würde schon genügen... Euer Majestät, der königliche Schuhmacher. Er ist hier! Die Prinzessinnen rannten aus dem Saal und dieser vorsichtige Erziehungsversuch war kläglich gescheitert. Wartet, Kinder! Es sind doch nur Schuhe! Nur Schuhe? Oder etwa nicht? Wenigstens Geneviève verabschiedete sich artig. Das sind neue Tanzschuhe, Papa. Aber dann eilte auch sie hinaus, die breite Freitreppe hinunter, zu Derek, dem jungen Schuhmacher.
unsere Schuhe? Dürfen wir sie gleich sehen? Ihr glaubt wirklich, ich würde euch neue Schuhe bringen? Ja! Na, wenn das so ist, hilf mir. Er reichte der kleinen Lacey einen Schlüssel und sie öffnete damit die Truhe auf Dereks Wagen. Oh, Derek, die sind wunderschön. Du bist ein wahrer Künstler, Derek. Für jede Prinzessin hatte Derek ein wunderschönes Paar Tanzschuhe angefertigt. Danke. Aus feiner Seide, mit hübschen Stickereien. Es freut mich sehr, wenn sie euer Gefallen finden. Dereks frecher Papagei flatterte auf seine Schulter. Alles, was er kann, habe ich ihm beigebracht. Ja, das stimmt, Felix. Endlich kam auch Genevieve vor das Schloss und schaute neugierig in die Truhe. Hast du auch welche für mich? Machst du Witze? Deinetwegen hat er sich die Nacht um die Ohren gehauen. Es reicht jetzt, Felix. Er ist nur ein kleiner Vogel. Er weiß ja nicht, was er sagt. Oh, selbstverständlich. Schüchtern nahm er ein paar Schuhe und reichte sie Genevieve. Diese hier sind für euch. Ich hoffe, sie gefallen, euer Hoheit. Könntest du uns bitte helfen, die Schuhe zuzubinden? Sie waren wunderschön, aus rosa Seide, mit glitzernden Steinchen besetzt. Vielen Dank dafür. Aber Derek konnte Genevieves Staunen nicht sehen. Er kniete vor den Drillingen und half ihnen, die Schuhe zu binden. Du hast deine Chance vergeigt, Romeo. Welche Chance denn? Sie ist eine Prinzessin. Jetzt fehlt uns nur noch schöne Musik. Musik? Hey, hey! Der freche Papagei flatterte wieder auf Dereks Schulter und zog ihm eine Flöte aus der Jacke. Du spielst Flöte? Oh nein, kann man so nicht sagen. Wie ist jetzt für uns? Bitte, Derek, bitte! Wenn die königlichen Hoheiten es wünschen? Mutig tanzten die Prinzessinnen durch den Garten. Zwischen den Blumenbeeten, die ihre Mutter einst angelegt hatte, über das Steinornament und um den Springbrunnen herum. In ihren neuen Schuhen schwebten sie nur so dahin. Am Abend gingen die Prinzessinnen in den großen, runden Schlafsaal unter der Kuppel des Schlosses. 12 Himmelbetten standen hier an der Wand. Die Mädchen bereiteten alles für die Nachtruhe vor. Nur Genevieve saß auf dem Bett und schaute verträumt auf ihre Schuhe. Genevieve, magst du eigentlich die Schuhe so sehr? Oder den Schuhmacher, der sie für uns angefertigt hat? Bestimmt den Schuhmacher. Ja, sag schon. Ich weiß gar nicht, wovon ihr redet. Oh, Derek ist so süß. Naja, wenn du das sagst, Fallon. Vielleicht hast du ein Problem damit, dass er kein Prinz ist. Mir ist völlig egal, ob er ein Prinz, ein König oder ein Kaiser ist. Die Wahrheit ist einfach... Du bist total verliebt in Derek. Jetzt mach dich nicht lächerlich. Übrigens, er achtet gar nicht auf mich. Falls ich darauf achten würde, was ich nicht tue. Genevieve hat es ja schwer erwischt. Wo ist Harald hin? Was ist Harald? Eine Spinne vielleicht? Ein Skorpion? Eine Schlange? Nein, eine süße Raupe. Endlich hatte Janessa den kleinen Ausreißer entdeckt und legte ihn behutsam in seine Schachtel. Die Prinzessinnen schlüpften in ihre Betten. Im Schloss kehrte Ruhe ein. Am nächsten Morgen fuhr eine Kutsche vor das Schloss. Ein kräftiger Kerl stieg vom Bock, öffnete die Kutschentür. Meine Herzogin. Danke, Detlef. Und eine vornehme Dame stieg aus. Detlef, mein Gepäck. Gefolgt von einem kleinen Äffchen. Der Diener taumelte unter dem Gewicht der unzähligen Truhen und Schachteln seiner Herrin. Und die Kutsche, verehrte Herzogin? Oh, die benötigen wir nur nicht länger, Detlef. Stolz schritt die Herzogin die Treppe zum Schlossportal hinauf. Willkommen, Herzogin, tretet ein. Der König wird gleich bei euch sein. Ja, das ist gut. Der kleine Affe hüpfte frech am Butler vorbei. Du meine Güte! Darf ich das so verstehen, dass König Rudolf keinen Affen besitzt?
Nein, Herzogin. Dabei sind Affen zurzeit die beliebtesten Haustiere. Komm, Brutus. Die Herzogin trat in die prächtige Eingangshalle und begutachtete die wertvollen Gemälde, Möbel und Teppiche des königlichen Schlosses mit Kennermiene. Vor dem Gemälde der verstorbenen Königin blieb sie stehen, als König Rudolf den Raum betrat. Roswitha, wie lieb von dir, dass du so kurzfristig kommen konntest. Wie schön. Ich freue mich, dir zu Diensten sein zu dürfen, liebster Cousin. Ich werde mich nur zu gern in meine Aufgaben stürzen. Komm und lern meine Töchter kennen. Sie erwarten dich bereits. Im großen Salon standen die Prinzessinnen brav in einer Reihe und lächelten der Herzogin freundlich entgegen. Doch die musterte sie mit strengem Blick. Aislinn, die Älteste. Willkommen, Herzogin. Es freut mich, hier zu sein, mein Kind. Blair, die Zweitälteste. Bei Blair, die eine begeisterte Reiterin war, hatte sie sofort etwas auszusetzen. Ist das auf deinem Kleid etwa Dreck? Ich bin gerade vom Ausritt zurück. Courtney. Die Drittälteste war eine Leseratte. Sie hatte immer ein Buch in den Händen und wirkte deswegen auch immer etwas abwesend. Oh. Schnell versteckte Courtney das Buch hinter ihrem Rücken. Guten Tag. Ja, den wünsche ich dir auch. Und, nun ja. So ging es weiter, bis der König ihr schließlich die jüngsten der 12 Prinzessinnen vorstellte. Und das sind die Drillinge. Janessa, Kathleen und Lacey. Hallo, euer Herzogin. Lacey hielt der Herzogin eine Rose hin. Die habe ich für dich gepflückt, Tante. Doch die beachtete das Geschenk nicht. Sehe ich da etwa Farbe in euren Haaren? Traurig senkten die Drillinge den Kopf. Und jetzt vermisse ich allerdings noch Genevieve. Hier bin ich schon. Entschuldige, Papa. Herzlich willkommen, Herzogin Roswitha. Vielen Dank, Genevieve. Sag mal, kommst du oft zu spät? Oh, ich weiß nicht. Also, naja, ich... Ja, doch ich versuche, mich zu bessern. Rudolf, du hast mich keinen Augenblick zu früh gerufen. Deine Töchter sind furchtbar. Unvorbereitet auf das höfische Leben. Kinder, ich habe Herzogin Roswitha gebeten, sich um eure weitere Erziehung zu kümmern. Aber Papa, wir... Keine Widerrede, bitte. Eines Tages werdet ihr vor der großen Aufgabe stehen, dieses Königreich zu regieren. Dann müsst ihr euch wie echte Prinzessinnen verhalten. Und darauf wird Herzogin Roswitha euch vorbereiten. Und wie es aussieht, werde ich damit alle Hände voll zu tun haben. Und aufstellen! Es gibt da einiges, was sich von nun an grundlegend ändern wird. Angefangen mit eurer Kleidung. Anstelle der bunten Kleider mussten die Prinzessinnen nun triste, graue tragen. Und den Rest des Tages wurde die richtige Anwendung des Fächers geübt. Fächer in Position. Blair, pass doch auf! Ich bin Fallon. Wer auch immer. Nun fächelt so, wie ich es tue. Vornehm, weiblich zart. Als die Prinzessinnen am Abend schließlich ihren Schlafsaal betraten, erschraken sie. Das ist doch nicht zu fassen! Alles, was ihnen wichtig und lieb war, hatte die Herzogin aus dem Raum entfernen lassen. Meine schönen Bücher, alle Sachen lagen da, wo sie waren, genau richtig. Statt der hübschen, bunten Himmelbetten standen nun hässliche, graue Betten in Reih und Glied. Und neben der Tür stand bedrohlich eine große Uhr. Wenn Papa wüsste, wie sich Roswitha verhält, würde er seine Meinung ändern. Ach, ich weiß nicht. Er hat sie doch gebeten, uns zu erziehen. Rede du mal mit ihm. Auf dich hört er, Genevieve. Am nächsten Tag wartete Genevieve, bis ihr Vater seine königlichen Aufgaben erledigt hatte. Dann traf sie sich mit ihm im Teesalon zu einer Partie Schach. Schön. Wie fahren wir fort? Läufer auf D3. Du willst es mir schwer machen, weil ich letztes Mal gewonnen habe. Genau, mein Schatz. Das musst du dir für später aufheben. Der Turm schlägt den Läufer. Du lieber Schreck, wie konnte ich das nur übersehen, Kind? Papa, ich würde dich gern etwas fragen. Ob ich dich heute wieder gewinnen lasse? Oh nein, ich stelle diesen Springer auf E4.
Es geht mir um Herzogin Roswitha. Sie ist charmant, nicht wahr? Und überaus stilsicher. Sie verändert unser ganzes Leben. Wir müssen alles so machen, wie sie es will. Deswegen habe ich sie hergerufen. Aber wir kamen vorher auch gut zurecht. Unbemerkt betrat die Herzogin den Raum. Oh, da hörte ich ganz andere Sachen, Genevieve. Dennoch, womöglich hast du recht. Es gibt hier so viel zu tun, dass ich vielleicht wirklich nicht die Richtige dafür bin. Demütig senkte sie den Kopf. Aber das war nur gespielt. Sie wusste, wie sie König Rudolf überzeugen konnte. Ich würde sagen, hier wäre vielmehr ein ganzes Heer von Lehren nötig. Lehre für Zeremonien und Haltung, Sprache und Manieren und Stil. Allein bei dem Gedanken daran bin ich schon völlig erschöpft. Ja, ich sollte abreisen, das sollte ich. Nein, Roswitha, das darfst du nicht. Meine Töchter brauchen dich. Ich kann unmöglich so viele Lehrer beschäftigen. Ich würde meine Mädchen vor dem gesamten Königreich bloßstellen. Es wird schon genug über uns geredet. Verstehe. Wenn du also überzeugt davon bist, dass ich dieser Aufgabe gerecht werde. Dann wirst du uns nicht verlassen. Aber Papa! Du musst der Herzogin gehorchen. Sie weiß, was das Beste für euch ist. Und ich will kein einziges Wort mehr zu diesem Thema hören. Sehr wohl, Papa. Die Herzogin hatte gewonnen. Traurig lief Genevieve davon. Oh, ich ertrag es nicht, wenn sie unglücklich ist. Mädchen sind schrecklich empfindsam. Deswegen ist eine feste Hand so wichtig. Roswitha füllte eine Teetasse und reichte sie dem König. Hier, verehrter Cousin, koste diesen Tee. Erfrischend und nervenstärkend. Aufmerksam beobachtete sie, wie er den Tee bis zum letzten Tropfen trank. Auf deine Gesundheit. Nach einem langen, anstrengenden Tag standen die Prinzessinnen in ihrem Schlafsaal um Genevieve herum. Sie wollten wissen, was ihr Vater gesagt hatte. Er hört nicht auf mich. Er glaubt, dass Roswitha das Beste für uns möchte. Das kann doch nicht ewig so weitergehen. Oder doch? Aber morgen wird es sicher ein schöner Tag werden. Gibt es auch Kuchen für uns? Und Geschenke? Ein Fest! Es ist euer Geburtstag, oder nicht? Die Sonne war gerade aufgegangen und die Geburtstagskinder schliefen noch. Da huschten ihre Schwestern schon durch den Saal und stellten sich vor die Betten der Drillinge. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! Janessa, Kathleen und Lacey sprangen auf und tanzten glücklich mit ihren Schwestern durch den Schlafsaal. Angezogen? Guten Morgen, Herzogin. Wir feiern heute einen ganz besonderen Geburtstag. Das ist keine Entschuldigung dafür. Bis ihr euch königlich verhalten könnt, wird dieses Feiern warten müssen. Aber wir haben doch nur getanzt. Bei Mutter war das eine Familientradition. Bedauerlicherweise ist eure Mutter nicht mehr hier. Sie ist verstorben, nicht wahr? Jetzt bin ich für eure Erziehung verantwortlich. Und deswegen ist das Tanzen nun verboten. Streng verboten und noch was. Singt nicht, das ist auch verboten. Aber wir haben doch heute Geburtstag. Eine wahre Prinzessin widerspricht niemals. Ihr werdet nicht tanzen, solange ihr euch nicht königlich benehmen könnt. An diesem Tag hörte man kein Lachen mehr. Im Schloss war es ungewöhnlich still. Traurig warteten die Geburtstagskinder auf ihren Vater. Sie warteten den ganzen Tag. Er ist nicht gekommen. Er hat noch niemals unseren Geburtstag vergessen. Am Abend gaben sie die Hoffnung auf. Aislinn, die Älteste, versuchte die Geburtstagskinder aufzumuntern. Wir haben noch ein besonderes Geschenk für euch. Als wir 5 Jahre alt wurden, gab Mutter jeder von uns ein Exemplar ihrer Lieblingsgeschichte. Sie hat das Buch für jede ihrer Töchter drucken lassen. Sie hielt 3 wunderschöne Bücher in den Händen. Die tanzenden Prinzessinnen. Genevieve setzte sich auf eines der Betten und las die Geschichte vor. Und so tanzte die Prinzessin auf jedem dieser besonderen Steine. Als sie zu dem 12. kam, drehte sie sich darauf 3-mal und eine geheime Tür öffnete sich. Wohin führte diese Tür?
Sie folgte einem strahlenden Licht und gelangte in ein Zauberreich. Die Bäume waren aus Silber und Gold und die Blumen aus Juwelen. Ein goldenes Gartenschloss stand am anderen Ufer des Sees. Die Prinzessin tanzte und tanzte, bis sie nicht mehr konnte. Sie wollte gern für immer dort bleiben, aber das war leider unmöglich. Nach der dritten Nacht verschwand das Zauberreich plötzlich. Die Prinzessin war unsagbar traurig darüber. Doch dann wurde ihr bewusst, dass sie etwas von dem wundervollen Zauber in ihre Welt gebracht hatte. Und diesen Zauber durfte sie für immer und ewig behalten. Was war das für ein Zauber? Und wie hat sie das gemacht? Das steht hier nicht. Lacey stolperte. Ihr Buch rutschte über den Boden. Als Genevieve es aufheben wollte, stutzte sie. Auf dem Einband war eine Lilie abgebildet. Genau so eine Lilie war auch auf der Steinplatte im Fußboden. Kathleen, zeig mir mal dein Buch. Auf Kathleens Buch war eine Margarite. Und auf einem der Steine im Boden war auch eine Margarite. Schnell, Schwestern, guckt nach, ob die Blume auf eurem Buch zu einer der Blumen auf den Steinen passt. Ich habe meine gefunden. Ich meine auch. Tatsächlich. Meine ist auch da. Die 12 Blumen auf den Büchern passten genau zu den 12 Blumen des Steinornaments in der Mitte des Schlafsaals. Was hat das alles zu bedeuten? Ich glaube, ich ahne es. In der Geschichte steht, dass die Prinzessin von Stein zu Stein tanzte. Genevieve probierte es aus. Aber es geschah nichts. Womöglich in einer anderen Reihenfolge. Von der Ältesten zur Jüngsten. Wo ist deine, Aislinn? Aislinn deutete auf ihren Blumenstein. Und Genevieve begann dort mit ihrem Tanz. Blair? Courtney? Delia? Sie tanzte von Stein zu Stein. Adeline? Fallon? Ich? Hadley? Isla? Auf dem 12. drehte sie sich, wie es in der Geschichte beschrieben war, dreimal. Ein bunt schimmerndes Licht stieg aus der Mitte des Zimmers auf und breitete sich aus. Unglaublich! Die Steine des Ornaments verschwanden und statt ihrer wurde eine Treppe sichtbar, die sich nach unten wand. Genauso wie es ihre Mutter in der Geschichte beschrieben hatte, führte diese geheime Tür in ein Zauberreich. Wer kommt mit mir mit? Schnell zogen alle ihre Tanzschuhe an und folgten Genevieve. Als die letzte Prinzessin den Schlafsaal verlassen hatte, schloss sich die magische Öffnung. Der Eingang zum Zauberreich war wieder nur ein Ornament in der Mitte des Fußbodens. Die Treppe jedoch führte die Prinzessinnen auf eine breite Terrasse. Von hier blickten sie hinunter auf einen funkelnden See. Am anderen Ufer schimmerte ein kleines goldenes Schloss. Das ist wunderschön. Kneif mich. Träum ich oder nicht? Dann träumen wir beide denselben Traum. Was meint ihr, was das ist? Das werden wir herausfinden. Mhm. Genevieve und ihre Schwestern liefen aufgeregt die Stufen zum See hinunter. Oh, guck mal da. Ein großes Boot lag ruhig vor ihnen im Wasser. Kaum waren die 12 Prinzessinnen eingestiegen, da fuhr es los. Die Bäume sind ja aus Gold und Silber. Genau wie in Mutters Geschichte. Oh, wunderschön. Ehrfürchtig gingen die Mädchen am anderen Ufer an Land. Seht euch mal die Blumen an. Blumen aus funkelnden Juwelen verströmten ein herrliches Licht, das sich auf goldenen Wänden widerspiegelte. Das muss Mutters goldenes Gartenschloss sein. Springbrunnen plätscherten sanft. Und in der Mitte eines großen, runden Pavillons war das gleiche Ornament im Boden wie im Schlafsaal der Prinzessinnen. Ich wünschte, wir hätten hier auch ein bisschen Musik. Kaum hatte Genevieve ihren Wunsch geäußert, da öffnete sich eine große Blüte. Magischer Blütenstaub legte sich auf die Musikinstrumente, die hier überall auf die Wände gemalt waren. Die spielen ja ganz von allein. Komm, Lacey, wir beide werden zusammen tanzen.
Die beiden eröffneten den Reigen mit anmutigen Pirouetten. Und schon bald tanzten alle 12 Prinzessinnen in vollendeter Harmonie durch den zauberhaften Garten. Ihre Füße schienen den Boden kaum zu berühren. So schwerelos schwebten sie dahin. Doch Lacey stolperte und schürfte sich das Bein auf. Sowas passiert mir beim Tanzen immer. Ich kann gar nichts dagegen machen. Ich finde, du hast wundervoll getanzt. Weißt du was? Wir reinigen schnell die Wunde. Genevieve tauchte ihr Taschentuch in das Wasser eines Springbrunnens, betupfte damit Lacys Bein und... Wie ist das nur möglich? Die Wunde verschwand. Ich weiß es auch nicht, mein Engelchen. So ein Wasser sollte ich immer bei mir haben. Lacey konnte sofort weiter tanzen. Und die 12 Prinzessinnen tanzten die ganze Nacht. Oh, ich habe tatsächlich meine Schuhe durchgetanzt. Ich meine auch. Oh, das ist ein Zeichen. Und wofür? Dafür, dass wir in dieser Nacht nicht länger tanzen sollten. Wir müssen nach Hause gehen, bevor Roswitha merkt, dass wir weg sind. Oh, ich will nicht gehen. Ich könnte ewig so weiter tanzen und weiter tanzen. Aber Aisling hatte recht. Sie mussten nach Hause. Müde, aber überglücklich kehrten sie in den Schlafsaal zurück. Die Sonne ging schon fast auf, als sie endlich in ihren Betten lagen. War euer Geburtstag nicht doch noch sehr schön? Ja. Mhm. Danke, Genevieve. Gute Nacht, Mädels. Guten Morgen, meine Damen. Guten Morgen. Alle hellwach, wie ich sehe, nicht wahr? Uns geht es gut. Vielen Dank. So, was genau habt ihr in der letzten Nacht denn alles angestellt? Herzogin, Besuch ich an, könnt ihr? Ja, und? Nun, ein Herr Fabian ist hier. Oh, ja. Ja, natürlich. Ich warte schon auf ihn. Wenn ich wieder zurückkomme, will ich eine Antwort hören. Die hat es ja sehr eilig. Mhm. Und der König geruht seine Töchter, die Zarten, in seinen Gemächern zu erwarten. Schnell! Papa? Sieh an! Wer ist denn da? Der wilde Haufen. König Rudolf lag in seinem Bett. Ganz grau war sein Gesicht und seine Augen schauten trübe unter schweren Augenlidern hervor. Bist du etwa krank? Nein, nur sehr müde. Papa, du wirst nicht glauben, was in der letzten Nacht passiert ist. Letzte Nacht? Erinnere mich bloß nicht daran. Wir hätten zusammen euren Geburtstag feiern müssen, aber ich bin eingeschlafen. Das ist einfach unverzeihlich. Ist es zu spät, euch eure Geschenke zu überreichen? Nein! Zufällig schaute Genevieve aus dem Fenster. Sie sah, wie Herzogin Roswitha einem unbekannten Mann einen Beutel überreichte. Das musste Herr Fabian sein. Genevieve wurde abgelenkt. Papa. Werdet ihr mir noch einmal verzeihen? Ja, Papa. Als sie noch einmal hinausschaute, waren beide verschwunden. Die Herzogin war ins Schloss zurückgekehrt und durchquerte den Thronsaal. Sie konnte nicht widerstehen. Genüsslich strichen ihre Finger über den königlichen Thron. Da sprang der Affe an ihr hoch. Was bildest du dir eigentlich ab? Aufgeregt hielt er ihr Genevieves Tanzschuhe entgegen, die er im Schlafsaal der Mädchen gefunden hatte. Durchgetanzt? Diese ungezogenen Mädchen haben die Nacht durchgetanzt. Weißt du, was das heißt? Weißt du das? Prinzen! Sie haben also mit Prinzen getanzt. Ist dir klar, was das bedeutet? Nein, du weißt es nicht. Du bist ja nur ein Affe. Sie wollen heiraten, es bedeutet Ehe. Wenn Prinzen auf diese verwöhnten Geschöpfe hereinfallen, dann sind meine Pläne durchkreuzt. Was ist denn das? Was geht hinter meinem Rücken vor sich? Die Herzogin eilte ins Gemach des Königs. Hm.
Komm nur herein, Roswitha. Oh, lieber Cousin, so viel Trubel. Ich dachte, dir ging es nicht so gut. Ja, das stimmt. Aber ich liebe es, wenn sie mir etwas vorsingen. Ach, wie blass du aussiehst, verehrter Cousin. Das war genug für heute, Mädchen. Raus, raus, bitte. Aber bitte, Papa... Geht. Roswitha hat leider recht. Ja, es geht mir nicht besonders gut. Rudolf, ein Tee wird dir helfen. Papa, vielleicht solltest du lieber den Arzt rufen lassen. Ein guter Vorschlag, Genevieve. Schon bald erschien der Arzt und untersuchte den kranken König. Ach, die Augen trübe, die Haut ziemlich feucht. Bin ich ein Fisch geworden? Sinn für Humor ist vorhanden. Er holte ein kleines Fläschchen mit Medizin aus seiner Tasche. Also, Euer Hoheit, wenn ihr weiterhin Bettruhe bewahrt und diese Medizin trinkt, dann werdet ihr schon bald wieder gesund sein. Das sind wirklich gute Aussichten. Dürfte ich das Fläschchen haben, Doktor? Ich kümmere mich um alle Dinge hier. Zweimal täglich sollte völlig genügen. Der Doktor reichte ihr die Medizin und verabschiedete sich. Euer Hoheit! Kaum hatte der Arzt das Schloss verlassen, da goss die Herzogin die Medizin in eine Vase. Niemand sah das. Von den Bediensteten war keiner in der Nähe und die Prinzessinnen waren im Garten ihrer Mutter. Sie erwarteten den jungen Schuhmacher. Ich bringe die neuen Schuhe, die ihr bestellt hattet. Waren denn die vorigen nicht zu eurer Zufriedenheit? Im Gegenteil, Derek. Wir hatten sie nur durchgetanzt. Wir haben wundervoll darin getanzt. Auch im Garten und ihrer Mutter gab es ein Steinornament im Boden. Es erinnerte Genevieve an ihr gestriges Abenteuer. Übermütig tanzte sie über die Steine. 6, 7, 8. Derek schaute ihr hingerissen 9 zu. Und 10. 11, 12. Was für eine wundervolle Zeit. Gerade als Genevieve sich auf dem letzten Stein dreimal drehte, hielt Aisling dem jungen Schuhmacher ihre durchgetanzten Schuhe hin. Kannst du die reparieren, Derek? Erstaunt bemerkte er das Glitzern darauf. Ist das etwa Goldstaub? Das ist unser Geheimnis. Oh, selbstverständlich. Ich wollte euch nicht ausfragen. Das würde ich dir niemals unterstellen. Es ist nur, ich will nicht darüber reden. Darf ich dich um einen Gefallen bitten? Gewiss, Euer Hoheit. Heute Morgen, da habe ich gesehen, wie Herzogin Roswitha einem Mann etwas gab. Er soll Fabian heißen. Er war recht klein, hatte einen Bart und er trug einen blauen Mantel. Tut mir leid, aber ich kenne den Mann nicht. Könntest du herausfinden, wer er ist? Doch die Herzogin darf das nicht erfahren. Ich traue ihr irgendwie nicht. An diesem Abend gingen die Prinzessinnen pünktlich und ohne Murren ins Bett. Die Herzogin war zufrieden. Wir sehen uns dann morgen früh wieder in alter Frische. Gute Nacht. Ich sagte, gute Nacht. Gute Nacht, Herzogin. Vor der Tür wartete bereits ihr Diener. Ich will wissen, wohin Sie gehen, mit wem Sie sprechen, selbst wenn Sie niesen sollten. Ich werde euch berichten. Mein einziger Lohn wird eure Zufriedenheit sein, meine Herzogin. Korrekt, Detlef. Im Schlafsaal schlüpften die 12 Prinzessinnen leise aus ihren Betten. Gehen wir. Wieder stiegen sie ins Zauberreich hinab, fuhren mit dem Boot und gingen im goldenen Gartenschloss an Land. Wieder können wir eine Nacht lang Roswitha vergessen und ihre blöden Vorschriften. Was wollen wir zuerst tanzen? Wir lieben Ballett! Ja! Bitte! Ich wünschte, wir hätten alle Ballettkleider an. Die Wunschblumen verströmten ihren magischen Blütenstaub. Und schon trugen die Prinzessinnen herrliche Ballettkleider. Wir wünschen uns von ganzem Herzen Ballettmusik. Auch dieser Wunsch erfüllte sich. Und die 12 Prinzessinnen tanzten durch das Gartenschloss, wo schon ihre Mutter einst getanzt hatte. Sie tanzten sich die Sorgen vom Herzen, die mit Herzogin Roswitha Einzug gehalten hatten. Hey, wer bin ich, na? Du musst die Herzogin des Grauens sein. Du wolltest sagen, die Herzogin von Tu's nicht, tu dies nicht, tu das nicht. Tu's nicht, tu's nicht, tu's nicht. Oh.
Leider ging auch diese Nacht viel zu schnell zu Ende. Am nächsten Morgen eilte Herzogin Roswitha zum Schlafsaal der Prinzessinnen. Nun? Niemand ist da nachts rein oder rausgegangen. Ich war die ganze Zeit hier und hab aufgepasst. Wundervoll. Guten Morgen, Mädchen. Ein wunderschöner Tag wird das. Steht auf und freut euch. Wir haben einen arbeitsreichen Tag vor uns. Müde krabbelten die Prinzessinnen aus ihren Betten. Da flitzte der Affe herein und schnappte sich, wie am Vortag, ein paar Tanzschuhe. Waren diese Schuhe nicht gestern noch funkelnagelneu? Wo wart ihr gestern Nacht tanzen? Ich will die Wahrheit hören. Antworte mir, Delia. Ich bin Adeline, Herzogin. Das ist mir egal. Antworte gefälligst. Wir waren in einem kleinen Schloss. Wie seid ihr dorthin gekommen, Blair? Ich bin noch Kathleen. Na und? Ein magisches Boot fuhr uns dorthin. Ich bitte dich. Und wie seid ihr hier rausgekommen, ohne dass Detlef euch gesehen hat? Über die magische Treppe. Magisches dies, magisches das. Ihr belügt mich doch alle. Du bist die Kleinste in dieser Familie. Sag mir die Wahrheit oder ihr werdet alle für eure Lügen büßen. Schützend stellte sich Genevieve vor die kleine Lacey. Ihr habt nicht das Recht, so mit ihr zu reden. Aber sie haben die Wahrheit gesagt. Wie könnt ihr es wagen, mir zu widersprechen? Ihr seid ja nicht besser als gewöhnliche Mägde. Vielleicht sollte ich euch auch wie Mägde behandeln, damit ihr endlich aufhört, mich so frech anzulügen. Heute Morgen werdet ihr den vorderen Garten aufräumen. Ich will da keinen Dreck mehr sehen. Aber wir sollen doch bereits den... Nun werdet ihr auch noch die Treppe gründlich schrubben. Die Prinzessinnen gingen hinaus und begannen mit der harten Arbeit. Wir dürfen nicht mal singen, um uns die Zeit zu vertreiben. Ich verstehe einfach nicht, warum Papa nicht mehr auf uns hören will. Warum ist alles hier nur so schrecklich geworden? Wenigstens ist der Garten endlich sauber. Fehlt nur noch die Treppe. Da stolperte die kleine Lacey und warf einen Abfallkorb um. Die trockenen Blätter, die die Mädchen gerade erst mühsam zusammengekehrt hatten, wirbelten durch die Luft. Das wollte ich wirklich nicht. Es tut mir so leid. Weinend lief sie davon. Lacey! Genevieve folgte ihr. Darf ich dir Gesellschaft leisten? Wenn du willst. Ich bin früher auch hierher gelaufen, wenn ich traurig war. Warum kann ich nicht auch irgendwas gut? Adeline und Delia sind tolle Sportlerinnen. Courtney hat jedes Buch gelesen, was es gibt. Blair reitet einfach fantastisch. Und du bist die wunderschönste Tänzerin, die ich kenne. Ich dachte schon, du sagst, dass ich immer zu spät komme. Tust du ja auch. Daran wirst du dich bestimmt nicht mehr erinnern, aber Mutter hat immer zu uns gesagt, ob groß oder ob klein, jeder kann irgendetwas ganz besonders gut. Das tröstete die arme Lacey und die beiden kehrten zu ihrer Arbeit zurück. Auch Derek, der junge Schuhmacher, war beschäftigt. Den ganzen Tag schon war er mit seiner kleinen Kutsche auf der Landstraße unterwegs, als er einen Reiter in der Ferne entdeckte. Es war Fabian, der Mann, den Genevieve ihm beschrieben hatte und den er für sie finden sollte. Der ist ja weit gereist, um Herzogin Roswitha einen Besuch abzustatten. Natürlich folgte er ihm. Aber als der Reiter die Kutsche hinter sich bemerkte, gab er seinem Pferd die Sporen. Hier! Hier! Mit dem Wagen war Derek natürlich zu langsam. Also sprang er in voller Fahrt vom Kutschbock auf den Pferderücken. Er löste das Geschirr, ließ die Kutsche zurück und galoppierte hinter dem Mann her. Höher! Schneller! Endlich hatte er ihn eingeholt. Halt! Du musst dieser Fabian sein. Du bist mir gegenüber im Vorteil, würde ich sagen. Du kennst meinen Namen. Aber ich weiß nicht, wie ich dich anreden soll. Ich wurde gebeten, mich über deine Geschäfte mit der Herzogin zu erkundigen. Das geht wohl nur mich und die Herzogin was an. Ist das klar? Ich würde meinen Herrn nicht wütend machen wollen. Dein Vogel kann reden? Der letzte Trottel, der meinem Herrn einen Wunsch verweigert hatte, wurde danach nie wieder gesehen. Das ist doch gar nicht wahr. Oh, du hast recht. Man hat einen Schuh von ihm gefunden. Bitte. Ich bin nur ein einfacher Apotheker. Ich verkaufe Kräuter. Medizin. Das ist alles. Und was? Hast du der Herzogin verkauft? Oh, beinahe hätte ich ihr gar nichts verkauft.
Jeder weiß, dass die Herzogin nie pünktlich bezahlen kann. Doch heute hat sie bezahlt und das war erfreulich. Der Apotheker holte einen Kelch aus der Satteltasche hervor. Etwas klein, doch es ist reines Silber. Derek las die Gravur. Königin Isabella. Der Kelch hatte also Genevieves Mutter gehört. Na schön, was willst du dafür haben? Willst du dich lächerlich machen? Wir haben nichts, was einen Silberkelch wert wäre. Einen sprechenden Vogel würde ich angemessen finden. Nein. Derek, das tust du nicht, oder? Nein, von Felix trennte er sich nicht. Er überließ dem Apotheker sein Pferd. Du bist ja so still, Felix. Hast du gar nichts zu sagen? Danke. Gehen wir. Wir haben einen langen Weg vor uns. Und wohin gehen wir? Wir werden Prinzessin Genevieve diesen Kelch bringen. Tja, das wird ein langer Weg für dich. Ich hoffe, du hast deine Schuhe besonders haltbar gemacht. Ich wünschte, ich hätte das Pferd behalten und dich verkauft. Im Schloss hatten die Prinzessinnen endlich alle Aufgaben erfüllt. Lacey und Genevieve beschlossen, noch kurz zu ihrem Vater zu gehen. Das war ein anstrengender Tag. Wenn wir Papa gute Nacht sagen, fühlen wir uns bestimmt besser. Als die Mädchen näher kamen, hörten sie, dass ihr Vater nicht allein war. Ich begreife nicht, warum ich immer kränker werde. Die Herzogin war bei ihm und bereitete seinen Nachttrunk vor. Ehrlich gesagt finde ich das nicht überraschend. Bei der Last, die auf dich drückt. Zwölffach, um genau zu sein, du verstehst? Zwölffache Belastung? Ja, meine Töchter machen mir Sorgen. Ich gebe zu, dass ich ihretwegen schlaflose Nächte verbringe. Traurig zogen sich die beiden Schwestern zurück. So hörten sie nicht, dass ihr Vater noch etwas hinzufügte. Aber sie sind doch keine Belastung. Sie sind das Beste, was mir das Leben schenkt. Er trank seinen Tee und fiel geschwächt in die Kissen zurück. Nun wirst du dich ausruhen, lieber Cousin. Die Herzogin ließ ihn allein und machte sich auf den Weg zum Schlafsaal der Mädchen. Könnte dieser Tag eigentlich noch schlimmer werden? Ich kann heute alle Knochen spüren. Habt ihr Papa gesehen? Nein, nicht wirklich, Ashlyn. Müde? Geschafft? Frustriert vielleicht? Nun, womöglich höre ich jetzt die Wahrheit. Wir hatten euch die Wahrheit schon gesagt. Och, diese lächerliche Geschichte, was kommt denn noch? Vielleicht, dass die Blumen Diamanten tragen? Nein, nicht alle Blumen. Und nun verhöhnt ihr mich auch noch. Offenbar habt ihr eure Lektion immer noch nicht gelernt. Zur Strafe mistet ihr morgen die Stelle aus. Und heute Nacht werde ich euch zur Sicherheit einschließen. Heute geht niemand von euch tanzen, das kann ich euch versichern. Papa würde uns niemals einsperren, Herzogin. Euer Vater ist sehr krank. Und wen dürfte das noch wundern? Er trägt die Verantwortung für euch, wilde Horde. Wenn ihr wirklich wollt, dass euer Vater schnell gesund wird, dann lasst ihn gefälligst in Ruhe. Vor der Tür hatte ihr Diener bereits seinen Platz für die Nachtwache eingenommen. Ich habe euch wieder schwer enttäuscht, euer Gnaden. Wie kann ich das nur jemals wieder gut machen? Vielleicht schon heute Nacht. Falls irgendwer, egal wer das ist, sich hier rein oder rausschleicht, wirst du mich sofort rufen. Ja. Ich hätte wirklich nie gedacht, dass Papa so sehr enttäuscht von uns allen ist. Ich habe gehört, wie er zu Roswitha gesagt hat, dass wir eine Last für ihn sein würden. Ach, wirklich? Das ist ja furchtbar. Ich habe das Gefühl, dass hier alles falsch ist. Nachdenklich starrte Ashlyn auf das Ornament zu ihren Füßen. Es gibt immer noch einen Ort, wo wir willkommen sind und wo wir niemanden enttäuschen können. Wir sollten unserem Papa Zeit geben, damit er wieder gesund werden kann. Bestimmt ist es dann besser, wenn wir sofort gehen. Am nächsten Morgen schloss die Herzogin eigenhändig die Tür auf. Niemand ist gegangen oder gekommen, meine Herzogin. Oh. Detlef, komm mal schnell her. Siehst du hier irgendwo eine Prinzessin? Nun ja, Nein, und ich sehe auch keine. Aber ich habe die ganze Zeit neben der Tür gestanden. Willst du mir erzählen, dass sie sich in Luft aufgelöst hätten? Finde sie! Detlef und die anderen Bediensteten durchsuchten Schloss und Garten, aber die Prinzessinnen blieben verschwunden. König Rudolf wusste von all dem nichts. Gerade verließ der Arzt das Zimmer seiner Hoheit.
Er verstand nicht, wieso König Rudolf immer kranker wurde. Doch die Herzogin zerstreute seine Bedenken. Der arme Mann. Der Tod seiner geliebten Frau Isabella hat ihn vollkommen verändert. Ah ja, ein gebrochenes Herz. Das hätte ich eigentlich erkennen sollen. In diesem Fall kann die Medizin auch nicht viel helfen. Das hatte ich leider schon befürchtet. Na, na, ihr solltet nie die Hoffnung verlieren, Herzogin. Ich schaue dann morgen wieder rein. Ja, bitte. Das ist gut. Der Arzt verließ das Schloss und der Butler wollte gerade die Tür schließen, als Derek nach einem langen Fußmarsch endlich das Schloss erreichte. Hallo, Entschuldigung. Dürfte ich kurz zur Prinzessin Genevieve? Ich melde unumwunden, die Prinzessinnen sind verschwunden. Verschwunden? Das bedeutet nichts Gutes. Die Herzogin schrie durchs ganze Land, die Mädchen sind davongerannt. Mit einem harten Schubs drängte der Diener der Herzogin den Butler von der Tür. Hey du, Schuhmacher, du wirst heute im Schloss nicht gebraucht. Ich muss ganz dringend Prinzessin Genevieve sehen. Und ich sagte, verschwinde. Nachdenklich schaute Derek zur Kuppel hinauf, wo sich der Schlafsaal der Prinzessinnen befand. Sag mir, dass wir jetzt abhauen werden. Irgendwann sicherlich. Schon kletterte er an der Fassade hinauf. Oh, das ist gefährlich. Sehr gefährlich. Felix flatterte ihm nach. Du bist verrückt. Wenn man dich erwischt, wirst du im Kerker landen. Wenn du nicht bald deinen Schnabel hältst, landen wir beide im Kerker. Endlich erreichte er den Balkon und öffnete leise die Tür zum Schlafsaal. Bist du zufrieden? Sie sind nicht hier. Und nun Abflug. Doch Derek hatte etwas auf dem Boden entdeckt. Meine Schuhcreme, interessant. Da drüben. Dort auch. Sensationsmeldung! Sie läuft im eigenen Zimmer herum. Doch nicht überall gleichermaßen. Er zählte die Steine im Ornament. Das kann nicht wirklich dein Ernst sein. 10, 11, 12. 12 Schritte, Felix. Das ist ein Tanz. Jetzt erinnerte er sich. Genevieve war im Garten von einem Stein zum anderen getanzt. Und auf dem letzten hatte sie sich gedreht. Sie muss da losgelaufen sein, wo die Creme am stärksten ist. 1. Was war das denn? 2, 3, 4, 5. Toll, da haben wir aber gut aufgepasst. Derek hatte es geschafft. Die geheime Tür öffnete sich. Aber er und sein Papagei wurden beobachtet. Brutus hatte die ganze Zeit hinter einem der Betten gehockt. Kaum waren die beiden die Treppe zum Zauberreich hinuntergestiegen, da flitzte er los und holte die Herzogin. Ist es das, was du mir unbedingt zeigen wolltest? Ich weiß es ja bereits. Die Prinzessinnen sind verschwunden. Aufgeregt hüpfte der Affe auf den Steinen des Ornamentes herum. Ach, wozu in aller Welt soll dieses Getue gut sein? Du vergeudest meine kostbare Zeit. Da erwischte er zufällig den ersten Stein. Jetzt musste er nur noch nach innen und wieder nach außen springen. Offensichtlich hat der Schwachsinn Methode. Sieh an. Im Zauberreich erreichten Derek und sein Papagei das goldene Gartenschloss. Prinzessin Genevieve! Derek? Was suchst du denn hier? Wie gelang es dir, uns zu finden? Ein glücklicher Zufall. Ihr hattet recht, der Herzogin nicht zu vertrauen. Sie hat damit den Fremden bezahlt. Die Herzogin entwendet tatsächlich Dinge, die Mutter gehörten? Und er hat dafür mit seinem Pferd bezahlt. Ist das wahr? Oder ist das nur das Geschwätz eines Vogels? Das spielt keine Rolle. Der Silberkelch gehört euch, nicht ihm. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Auch die Herzogin war die Treppe hinab ins Zauberreich gestiegen. Sie stand auf der Terrasse über dem See und starrte zum Gartenschloss hinüber. Diese missratenen Geschöpfe haben wirklich die Wahrheit gesagt. Ich wünschte, ich könnte sehen, was da hinten los ist. Eine Wunschblume öffnete ihre Blüte. Und schon hielt die Herzogin ein Fernglas in ihren Händen. Es geschehen also tatsächlich noch Wunder.
Hol mir ein paar von diesen Blumen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Sie sind alle auf der Insel. Ich würde sagen, günstiger geht's nicht. Schneller! Die Gelegenheit kommt nie wieder. Brutus zog und zerrte an den Blumen. Endlich hatte er zwei Blüten und folgte der Herzogin zurück in den Schlafsaal der Prinzessinnen. Warum sollte denn Roswitha Mutters Silberkelch stehlen? Und den Kelch einem Apotheker geben? Wir müssen nach Hause gehen und es Papa erzählen. Wenn wir jetzt gehen, können wir nie mehr zurückkehren. Wieso denn nicht? Mutters Geschichte sagt Folgendes. Die Prinzessin konnte das Land der Wunder nur dreimal besuchen, aber danach war es für immer verschwunden. Ich kann mir nicht vorstellen, nie wieder hierher zu kommen. Aber vielleicht können wir auch ein bisschen länger bleiben. Mhm. Roswitha mag glauben, dass wir keine richtigen Prinzessinnen sind, aber wir sind wahre Prinzessinnen. So wie die Dinge liegen, können wir nicht einfach hierbleiben. Papa braucht unsere Hilfe. Ihr Entschluss stand fest. Schnell liefen die Schwestern zum Boot. Doch als sie es erreichten, verschwand es vor ihren Augen. Was geht hier vor sich? Es löst sich alles auf, oh je! Das war das Werk der Herzogin. Sie hatte ihrem Diener befohlen, das Ornament am Boden zu zerstören. Mit einem gewaltigen Hammer schlug Detlef auf die Steine ein. Zerschmettere sie! Zerschmettere sie alle! Und da den hinten! Und den dort! Und den da hinten auch! Mit jedem Stein, den er zerschlug, verschwand ein Teil des Weges, der auf dem Zauberreich herausführte. Und den letzten Stein. Mit dem letzten Stein löste sich die Terrasse über dem See in nichts auf. Der Rückweg ins Schloss war zerstört. Wie kommen wir jetzt wieder nach Hause? Was sollen wir nur tun? Siegessicher eilte die Herzogin zu König Rudolf. Ach, meine Töchter. Ach, kommen Sie bald wieder zu mir? Haben Sie dich immer noch nicht besucht? Ach, ich sage es nur ungern, aber deine Töchter sind ziemlich verantwortungslose Mädchen. Wieder reichte sie ihm eine Tasse Tee. Oh, ich bin dir höchst dankbar für alles, was du für sie tust. Tja, ich wünschte, ich könnte mehr für dich tun. Nun ja, meiner Meinung nach könntest du schon. Würdest du, ich weiß, ich verlange viel, unter diesen Umständen in Betracht ziehen, mich zu vertreten, bis ich wieder gesund bin? Ich würde alles tun, um dich zu unterstützen, verehrter Cousin. Doch wer von den Untertanen würde schon auf mich hören? Ich bin ja nicht die Königin. König Rudolf fiel auf ihre List herein. Er ließ den Schreiber holen und diktierte. Ich, König Rudolf, ernenne hiermit meine Cousine, Herzogin Roswitha, zur amtierenden Königin. Solange ich krank bin, führt sie die königlichen Geschäfte. Mit schwacher Hand setzte er das königliche Siegel auf das Dokument. Jetzt war Roswitha Königin. Sie hatte ihr Ziel erreicht. Euer Hoheit. Stolz nahm sie auf dem Thron Platz und rief die Palastwache zu sich. Solange der König krank ist, bin ich die Königin. Und ich bezahle euch dafür, dass ihr mich beschützt. Und die Prinzessinnen? Die Verräterinnen, wolltest du sagen. Sie sind fortgelaufen, als der König sie am nötigsten brauchte. Falls sie auftauchen sollten, was ich bezweifle, werft ihr sie in den Kerker. Wie ihr wünscht, euer Hoheit. Folgt mir, Leute! Die Prinzessinnen wussten nicht, wie groß das Unheil war, das sich im Schloss zusammenbraute. Sie waren im Gartenschloss des Zauberreichs und konnten es nicht verlassen. Warum mag das passiert sein? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Ort, den unsere Mutter so geliebt hat, uns gefangen hält. Ich wünschte, ich wüsste, wie man hier rauskommt. Magischer Blütenstaub fiel auf den Boden. Er legte sich sanft auf das Ornament, das die gleichen Blumensymbole zeigte wie das Ornament im Schlafsaal der Prinzessinnen. Wir konnten uns hier hineintanzen, also können wir uns auch wieder heraustanzen. Genevieve tanzte über die Steine. Eins, zwei, es funktioniert nicht. Lasst mich es versuchen. Eins, zwei.
zwei. Sehr seltsam. Was machen wir denn jetzt? Genevieve versuchte es noch einmal und Derek hatte die gleiche Idee. So sprangen sie gleichzeitig auf den ersten Stein. Oh. Ihr zwei müsst gemeinsam tanzen, würde ich sagen. Oh, wie romantisch. Schenkt ihr mir diesen Tanz? Gewiss doch, gern. Sie schauten sich verliebt in die Augen und es schien, als schwebten sie auf Wolken. Nein, sie schwebten tatsächlich. Eine unsichtbare, magische Brücke baute sich unter ihren Füßen auf. Genevieves Schwestern folgten ihnen. Sie tanzten und auch sie begannen zu schweben. Höher und höher hinauf, hinaus aus dem Zauberreich. Hinein in den Garten ihrer Mutter. Hier, wo Mutter getanzt hat? Überrascht mich nicht, dass wir hier gelandet sind. Noch einmal leuchtete das Ornament des Gartens in magischem Licht auf. Dann hüllte die Nacht die Prinzessinnen ein. Das Zauberland wird mir fehlen. Uns allen, Courtney. Jetzt suchen wir Papa. Gerade wollten sie zum Schloss hinüberlaufen, als zwei Soldaten der Palastwache auf der anderen Seite der Gartenhecke vorbeiritten. Der Befehl von Königin Rostrita lautet... Königin? Fangt die Prinzessinnen und werft sie in den Kerker. Und der König? Der ist so krank, dass er die Nacht nicht überleben wird. Wie konnte das bloß passieren? Hat er eben gesagt, dass Papa krank ist? Wir müssen ihn sofort retten. Wie kommen wir an Detlef vorbei? Und an den vielen neuen Wachen. Und falls Rostrita wirklich Königin ist und uns... Wir zusammen haben etwas, das Rostrita nicht hat. Die Macht der Zwölf. Als erstes mussten sie den Arzt ins Schloss holen. Dazu brauchten sie ein Pferd. Hinter Säulen verborgen warteten Blair und Courtney, bis ein Wachmann heranritt. Sie spannten ein Seil, das Pferd stieg auf die Hinterbeine, der Wachmann fiel und Blair sprang auf den Pferderücken. Ich werde so schnell ich kann den Doktor holen. In gestrecktem Galopp preschte sie davon. Die anderen Prinzessinnen schlichen zum Eingang, der von zwei Männern bewacht wurde. Hier kamen die Crockett-Künste von Delia und Evelyn zum Einsatz. Ihre Kugeln landeten auf den Helmen der beiden Wächter. Sie taumelten und fielen die Treppe hinunter. Da erschienen zwei weitere Wachmänner, doch die Prinzessinnen waren vorbereitet. Delia und Evelyn traten aus dem Schatten heraus. Hey, hey, ihr da, halt! Sie lockten die beiden in den Garten. Hier warteten die Zwillinge Hadley und Isla. Auf Stelzen standen sie hinter einer hohen Mauer. Die Soldaten glaubten, sie stünden auf der Mauer, kletterten also hinauf, rannten hinter den Mädchen her und sahen im Dunkeln nicht, dass zwischen ihnen und den Zwillingen keine Mauer mehr war. Sie purzelten hinunter, der Weg war frei. Los! Derek und die übrigen Prinzessinnen huschten ins Schloss. Die Drillinge sollten draußen warten. Die neu ernannte Königin Rostrita war zu gefährlich. Cousin, ich bringe dir deinen Tee. Sie war im Zimmer des Königs und vor der Tür stand ihr treuer Diener. Da tauchte Genevieve auf. Hallo, Detlef! Sie lockte ihn die Kellertreppe hinunter, wo Derek schon wartete. Hey, als Roswitas Diener an ihm vorbeirannte, stellte er ihm ein Bein. Detlef stolperte, Ashley schubste ihn in einen Kellerraum und versperrte die Tür. Der Diener Roswitas war gefangen. Hey! Schnell weiter! Leute, lass du mich nach hier raus! Und du nach links! Im Gemach des Königs reichte Roswitha ihrem Cousin eine Tasse Tee. So ist es gut. Schön austrinken bis zum letzten Tropfen. Mir ist schwindelig. Mein Kopf. Oh. Man wird dich nicht vermissen, Rudolf. Ich jedenfalls bestimmt nicht. Roswitha. Was hast du getan? Der König schloss die Augen. Die Tasse fiel ihm aus der Hand. Roswitha hatte ihn vergiftet. Tja,
Ich finde, du hast lange genug regiert, nicht wahr? Da stürmten Genevieve und Derek herein. Papa! Oh, was hast du mit ihm gemacht? Was, wie hast du... Detlef? Detlef! Es tut mir sehr leid. Er wird aber nicht kommen. Was? Er ist eingesperrt, Roswitha. Und genauso wird es dir auch bald gehen. Roswitha zog eine Wunschblume hervor. Denkst du das tatsächlich? Ich wünsche, ihr Rüstungen beschützt sofort eure Königin. Die beiden Ritterrüstungen neben der Tür erwachten zum Leben. Sie griffen Genevieve und Derek an. Im Garten warteten die Drillinge. Sie machten sich Sorgen. Ich denke, ich sollte das hier Genevieve geben. Lacey zeigte ihren Schwestern ein Fläschchen mit klarem Wasser. Es war Wasser aus dem Zauberreich. Sie hat doch aber gesagt, wir sollen hier warten, bis sie uns abholt. Es kann nicht warten. Mutig rannte sie ins Schloss. Lacey, tu es nicht! Oben, im Schlafgemach des Königs, hatten es Derek und Genevieve endlich geschafft, die Ritterrüstungen zu besiegen. Das Spiel ist aus, Roswitha. Als Detlef plötzlich heranstürmte. Genevieve! Lacey? Er hatte sich aus dem Kellergefängnis befreit und auf dem Weg zu seiner Herrin auch noch Lacey erwischt. Aus? Ach, wirklich? Detlef schubste sie ins Zimmer. Wieso solltest du nicht kriegen, was du dir schon immer gewünscht hast? Roswitha holte die zweite Wunschblume hervor. Ich wünsche, dass du nicht aufhören kannst zu tanzen. Niemals, in aller Ewigkeit nicht. Der magische Blütenstaub schwebte auf Genevieve zu. Schnell nahm sie ihren Fächer, wedelte und der Blütenstaub der Wunschblume schwebte zurück. Er umhüllte Roswitha. Was geschieht mir? Ich weiß nicht, meine Herzogin. Roswitha begann zu tanzen. Ich kann nicht mehr aufhören. Ich komme, euer Gnaden. Ihr Diener versuchte, sie festzuhalten. Was soll denn das? Lass mich los! Lass mich los! Ich kann nicht. Wir kleben fest. Wir kleben fest. Der Zauber hatte auch Detlef erfasst. Gemeinsam tanzten sie aus dem Zimmer und aus dem Schloss hinaus. Pass auf, du Trampeltier! Papa? Papa, sag, kannst du mich hören? Ich glaube, ich kann ihm helfen. Das ist Wasser aus dem See. Ich hab's mitgenommen, als ich mir das Bein aufgeschürft hab. Lacey träufelte ein paar Tropfen auf die Lippen ihres Vaters. Er schlug die Augen auf. Es wirkt. Lacey, Genevieve. Wir dachten schon, wir hätten dich verloren. Es war Roswitha. Sie gab mir Gift. Oh, wie konnte ich bloß so blind sein, Kinder? Wir haben dich enttäuscht, Papa. Wir werden uns bessern und versuchen, vornehmer zu sein. Nein. Jede von euch ist etwas Besonderes. Ihr seid wunderschöne Prinzessinnen. Und ihr werdet auf eure Weise Großes vollbringen, so wie es mir von eurer Mutter immer prophezeit wurde. Ja, die 12 Prinzessinnen hatten die böse Herzogin besiegt. Und Lacey konnte ihrem Vater sogar das Leben retten. Oh, meine süße Lacey, wo würde ich wohl ohne dich sein? Dankbar umarmte er seine Töchter. Jetzt war alles wieder gut. Der König erholte sich zusehends und die Herzogin hatte sich selbst bestraft. Sie musste mit ihrem Diener durchs ganze Land tanzen. Jetzt hat ich wundervoll wie eine Federherzogin. Kein Unsinn, hör lieber auf, mich festzuhalten. Au! Tritt mich doch nicht! Das ist ja nicht auszuhalten. Es kann doch nicht bis in alle Ewigkeit so weitergehen. Au! Entschuldigung! Ihr seid eine hinreißende Tänzerin. Ich hätte mir nur ein paar andere Schuhe. Im Schloss herrschte wieder Freude und Glück. Und ganz besonders glücklich war Genevieve. Sie durfte ihren Derek heiraten. Alles war für die Trauung vorbereitet. Der Priester, der Brautvater und der Bräutigam warteten schon. Da sind wir, Papa. Hallo, Papa. Heute ist wirklich ein ganz unglaublich schöner Tag. Ja, Papa. Und vor allen Dingen bin ich endlich mal pünktlich. Lächelnd schritt Genevieve am Arm ihres Vaters zu ihrem Bräutigam. Du siehst wirklich wunderschön aus. Dankeschön, Lacey. Nach der Trauung wurde natürlich getanzt. Und alle tanzten im Garten der Königin Isabella.
Dort wuchsen jetzt neue Blumen. Es waren Wunschblumen. Genau wie ihre Mutter hatten auch die 12 tanzenden Prinzessinnen aus dem Zauberreich etwas mitgebracht. Doch heute brauchten sie die Wunschblumen nicht. Heute waren sie wunschlos glücklich.